Was für ein wundervoller Tag hier am Strand. Ich könnte den ganzen Tag... Easy! Was ist das für eine nervige Stimme? Easy! Ey, was willst du? Wer bist du überhaupt? Geh weg! Bitte dich. Ich bewohne dich. Ich kenne dich nicht. Das Lava-Monster ist ein und das Mega. Ist mir völlig egal, was mit den Lava-Monster ist. Ich habe dir eh nicht zugehört. Hä, was willst du von... Nein, ich wollte baden gehen. Wasser. Wir haben gesagt zum See, doch nicht zum... Nicht baden gehen. Hä, was? Nein, ich dachte, wir gehen baden. Was wollen wir denn beim Lava... Was ist denn los? Okay, Ronja, erzähl. Ja? Okay. Du hast drei Sätze. Drei Sätze, okay. Lava-Monster hat Einhorn und Pegasus geklaut. Wir wollen die wiederholen. Viel Glück beim Nicht-Sterben? Fragezeichen. Hat mich schon so gelangweilt. Das okay. Nein, jetzt wirklich, das Lava-Monster stimmt. Das hat das Einhorn und das Pegasus geklaut. Ich erinnere mich. Nein, ich habe das Gefühl, die waren ja schon mal weg. Das haben wir ja in deiner das Einhorn Folge. Und dann, ja, richtig. Das haben wir in deiner Folge gemacht. Habe ich völlig vergessen irgendwie. War ich da nicht mit dabei? Ich glaube, ich kann mich irgendwie nicht erinnern. Oft sagst du das und ich habe langsam so den Eindruck, du schlafwandelst. Du bist die Hälfte der Zeit gar nicht anwesend. Aber vielleicht ist es auch Altersdemenz. Geht überhaupt mit der echten Easy? Hallo? Hallo, bin ich die echte Easy? Die Leute in Roblox glauben mir im Moment nicht, wenn ich da mit meinem... Ich spiele nämlich mit Lias Account in Roblox, weil mein Account gehackt wurde und alle immer so, du Fakerin! Du bist gar nicht Easy. Nein, du lügst. Ich habe gar nichts gesagt. So, okay, was machen wir denn jetzt mit dem Lavamonster? Ich meine, hast du irgendwas, um das vielleicht zu beruhigen? Ein paar Karotten oder sowas? Meinst du, es gibt uns das eine und das Pegasus ich einfach hab ihn hier. Ja, ich habe auch eine Lavalampe-Regenbogen. Ja, siehst du? Ja, was sollen wir damit? Naja, ich meine, ist eine Lavalampe. Ist Lavamonster. Lavalampe? Lavamonster? Easy, guck mal, die sind hier in der Lava. Seit wann bist du eine Kuh, Ronja? Nee, Easy hier unten. Easy Hä? Hier. Du hast dich verwandelt. Nein. Da bist du. Hä, warum sind die in der Lava? Oh Gott. Was ist denn da los? Hä? Sag mal, verbrennen die nicht? Was wollt ihr? Ich hab euch gesagt, ihr sollt verschwinden. Nein, Entschuldigung. Wir sind hier in Frieden. Komm schnell raus, Einhorn. Komm her. Nein, ich schubse es nur wieder rein. Was ist? Nein, wir wollen das Einhorn des Pegasus wiederholen. Das sind keine Lava-Lebewesen. Sag mal, warum wollen die das nicht? Verstehe ich nicht. Pff, niemals! Diese wertvollen Geschöpfe gehören mir! Für kein Geld der Welt würde ich sie eintauschen. Er will sie nicht eintauschen. Hast du ihm die Lavalampe mal angeboten? Ja, meinst du? Meinst du denn? Vielleicht gefällt dir. Warte, eine Lavalampe für jedes Tier. Lavamonster, ich habe hier was ganz Besonderes. Das sind ganz exotische Lavalampen, die erhellen jeden Lavasee. Ja, wenn du mal Licht brauchst hier in der Lava. Oh, das ist ein gutes Verkaufsargument. Kannst du dir eine Lavalampe... Guck mal hier, Nummer 1. Was? Was? Ihr habt eine Lavalampe und dann auch noch Regenbogenfarben. Wir haben sogar zwei. Ja, wir haben sogar zwei Lavalampen. Die kriegst du beide, wenn wir die beiden Tiere da kriegen, ja? Dann darfst du beide... Hier, nehmt die beiden Biester und gebt mir die Lampen. Ich will endlich glücklich mit ihnen sein. Ja, hier, ich mach sie sogar für dich an, ja? Hier, bitteschön. Jetzt hast du zwei wunderbare... Okay, Ronja, komm. Okay. Nimm das eine und das Pegasus. Komm mit. Das Lavamonster hat ja sehr schnell nachgegeben. Ja, sie kommt mit, wie cool. Ladies and Gentlemen, erstmal ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Minecraft. Und damit auch willkommen zurück zu unserem wunderschönen Projekt hier auf dem Bauernhof. Da sind wir nämlich gerade und hier steht ein einbeiniger Elefant rum. Hallo Elefant, wie geht es dir? Das ist meine Tierschwäche. Ich weiß, manche haben eine Rot-Grün-Schwäche. Ich habe eine Schwäche, was Tiere angeht. Tierschwäche. Aber immerhin, den Elefanten ist mir schon klar, dass das eine Giraffe ist. So, dann lass uns mal hier reingehen. Ich bin ja nicht doof, Ronja. Kommt, ihr Kleinen! Das Einhorn will irgendwie nicht. Das hat sich hier festgelaufen oder sowas. Vielleicht hat das Eis vor dir. Oh, jetzt kommt's. Das war aber richtig schnell gerade hier unterwegs. Alright, dann lass uns mal die beiden jetzt zurückbringen. Okay. Am besten, wir bringen sie in den Stall oder so. Euren Käfig. Da ist die Farmerin. Oh. Da ist sie. Hi. Warum rennt sie eigentlich so wirr im Kreis? Besorgt. Findest du? Warte, mal. Das geht. Was? Habt ihr Joey gesehen? Er ist seit heute Morgen verschwunden. Joey? Das ist doch ihr Sohn, der Kleine. Oder? Stimmt, nee, den haben wir nicht. Hast du den gesehen? Mein Mann und ich suchen ihn schon überall, aber Joey ist einfach nicht zu finden. Okay, das ist nicht gut. Wir müssen Joey finden. Helft ihr uns bei der Suche? Dann los! Er muss irgendwo auf der Farm sein. Er weiß, dass er nicht in den Wald darf.
Wenn er irgendwo auf der Farm ist, dann finden wir ihn bestimmt. Bestimmt, ja, auf jeden Fall. Wir helfen. Mach euch dein Ding. Aber wir bringen erstmal das Einhorn und das Pegasus zurück in ihre Box, nicht wahr? Okay, bleibt ihr jetzt hier? Hier, ich habe gesagt, noch eine Karotte. Und jetzt gehen wir, okay? Oh, Ronja hat eine Axt in der Hand. Was? Was wolltest du den beiden? Ach so, das Schwein willst du. Das Schwein. Oh mein Gott, ist das ein dickes Schwein geworden. Das ist so süßes Schwein. Das war mal ein Baby, weißt du das noch? Das ist einfach richtig dick geworden. Oh ja, daran erinnere ich mich in dem Tag, an dem wir auch Schweine waren. Ja, stimmt, das war damals. Hier, oh, es wollte, oh Gott, es ist gerade gewachsen. Ich konnte gerade beim Wachsen zusehen, weil es so viele Karotten gegessen hat. Okay, lass uns mal gucken, wo der kleine Joey ist. Ja, wir müssen ja irgendwie helfen, den wiederzufinden. Wenn ich ein kleiner Junge wäre, wo würde ich hingehen? Ich meine, der ist doch oft beim Ententeich. Stimmt, der ist in die Richtung oft beim... ja, lass uns einmal eine Runde gehen, würde ich sagen. Hier ist sein Vater, was geht? Joey! Ach, ihr seid es nur. Als ich heute Morgen die Kühe gefüttert habe, war mein Sohn nicht wie sonst dort. Der ist gar nicht da, ne? Er ist verschwunden und sein Teddy ist auch nicht da. Okay, vielleicht ist er mit seinem Teddy irgendwo hingegangen oder so. Könnte ja sein, ne? Ja, richtig. Wenn ihr ihn seht, bringt ihn bitte nach Hause. Ja, das machen wir. Wir sind ja schon auf der Suche. Ja, richtig, ganz genau. Hier ist der Hühnerstall, da ist die Oma bestimmt wieder unterwegs oder so. Oh, die Oma ist nicht da. Die Oma ist gar nicht da. Wo ist die Oma? Das sind nur Hühner hier, ist ja voll langweilig. Da hört man gar nicht dieses aggressiv laute Kind im Hintergrund. Richtig. Wollen wir eigentlich mal einen Stall für die Oma bauen? Das wäre mega nice. Der Joey könnte aber eventuell auch in den Wald gelaufen sein. Oder aber die Mutter meinte doch, er soll nicht in den Wald gehen, er weiß es. Und er meinte, erinnerst du dich noch? Ich sehe ihn auch gerade nicht. Als wir irgendwann mal zur Hexe gegangen sind und er dann meinte, er hat richtig Angst, in den Wald zu gehen, er wird da nicht reingehen. Also ich glaube nicht, dass er in den Wald alleine geht. Der hatte nämlich Angst vom Wald, du hast recht, richtig. Das ist der hatte richtig Angst davor. Das heißt, er ist wahrscheinlich auf der Farm, aber das ist so anstrengend hier zu Fuß, alles irgendwie. Ich habe eine Idee. Ja? Okay. Wir haben doch noch Flügel. Wir haben Flügel. Erinnerst du dich? Oh Gott, sind wir doof. Mit unseren Wings können wir nämlich ganz einfach überall lang fliegen und nach dem Joey Dann können wir halt auch von oben einfach gucken. Das richtig. Ist so viel praktischer. Hier ist das Schild. Nein! Dieses Stoppschild. Wieso beachten die das nicht? Ich habe hier das Gefühl, das ist sehr wirksam. Also ein Stoppschild hingestellt, damit die Bienen hier merken, dass sie mich nicht angreifen sollen. Aber irgendwie, so, weißt du, stoppmäßig, aber trotzdem, selbst wenn ich hinter dem Schild stehe... Warte, vielleicht werden die mich... Ich wusste es. Ja, ist ja! Ja. Alter, sind die aggressiv heute. Warte, du hast deine Wings schon, ne? Ich hole mir auch mal meine raus. Schon. Okay, zack und... Da. Wie hübsch die aussehen. Voll hübsch. Dann würde ich sagen, wir fliegen einfach mal los und schauen mal, wo der kleine Joey hier so steckt. Von oben ist alles viel schöner. Ronja, hier ist irgendwas. Was denn? Keine Ahnung, komm mal her. Weißt du noch, wo der Hund ist? Kennst du noch den Hund, wo der Junge manchmal ist? Ja, hier bist du. Perfekt. Wir sehen aus wie Schmetterlinge, wenn wir fliegen. Das ist voll hübsch. Wirklich, wie Schmetterlinge. Mega schön. Okay, pass auf. Hier sind irgendwelche... Das Matsch. Du stehst im Matsch. Igitt. Wer hat denn hier so eine Schlammspur hinterlassen? Ne? Hä? Pfadfinderin, genau. Warte, die gehen hier hoch. Nee, da lang. Folgen wir dem Matsch, hä? Was ist das hier? Ich stehe die ganze Zeit in den Matsch rein. Ja, ich auch. Was ist das? Sieht aus wie so eine... Ich weiß nicht. Hast du als Kind manchmal so diese Sprungschanzen gebaut? Ja, ja. Ja, ja, total. Hä? Ja. Spring mal. Schaffst du es darüber? Eins, zwei, drei. Ronja! Eins, zwei, drei und... Oh, geschafft. Guck mal, wie weit das hochgeht. Das zieht sich den ganzen Berg hoch. Siehst du das? Ja, stimmt. Oh Gott, Ronja, bitte flieg. Flieg, 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 flieg. Da ist der Bulle. Da ist der Bulle. Ich habe Angst vor Bullen. Da unten. Okay, okay. Hoch, hoch, hoch. Okay, hoch. Warte, was ist denn das hier? Hä? Hä, bist du bei mir? Siehst du das hier? Easy. Was ist los? Ah, nein. Ah, ich kann nicht gut fliegen. Ich auch nicht. Wo bist du? Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ich bin gleich bei dir. Bist du bei mir? Ja. Und? Bam, du bist gegen die gleiche Wand geflogen wie ich. Sehr gut. Sehr schön, wo sind wir? Was ist denn das? Guck mal, siehst du das? Das habe ich von oben schon aus der Luft gesehen. Hä, das ist richtig gruselig. Das sieht aus wie so ein kleines Höllenreich. Hier ist eine Leiter. Ja. Wo geht's denn da hin? Mal schauen, was hier oben so... Was denn? Ist hier noch ein Platz zu stehen? Ronja. Was denn? Da ist die Oma. Hä, nein. Was? Nein. Was? Was sucht die denn hier? Nein. Hi, Oma. Was? Ei, ei, ei.
Was wollt ihr zwei auch mal? Nix da! Das sind meine Bikes! Aus dem Weg! Bitte mal. Oh nein, nein! Nein. Oh mein Gott! Was tut sie? Was du? Die hat sich da so ein Parcours gebaut. Junge, alles klar! Oh Gott! Hey, richtig gut! Warte, wollen wir auch mal? Ja, warte, da ist ja noch ein Motorrad. Okay, okay. Ronja, du? Ja, ich versuch's. Okay, okay. Ich versuch's. Okay. Ich versuch's. Ich fahr runter zu. Oh Gott. Ich fliege rüber. Ich flieg, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, aber im schlimmsten Fall kann ich fliegen. Und? Nein! Oh mein Gott. Oh, easy. Oh mein Gott. Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Du brennst. Nein, ich brenne nicht. Doch, du brennst. Ich will nicht. Immer noch? Oh, nee, stimmt. Das Motorrad hat gebrannt. Jetzt nicht mehr. Das Motorrad hat gebrannt. Das Motorrad hat gebrannt. Ey, das ist richtig cool mit den Bikes. Sag mal, Oma, wir suchen hier gerade den deinen Enkelsohn, den Joey. Hast du den vielleicht irgendwo gesehen? Ich meine, du hast ja hier eine ziemlich gute Aussicht von hier oben, nicht wahr? Der Junge, den habe ich vorhin im Wald gesehen. Hat wohl nach seinem Teddybären gesucht. Okay. Oh, okay. Ah, das erklärt. Los geht's! Was? Wie los geht's? Oh. Nein, nein, sie fährt ohne uns. Ronja, hinterher! Hinterher! Ich hab. Okay, hier ist noch ein Bike. Au! Oh Gott, okay, nein, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist mir zu riskant. Ich denke auch. Okay, Leute, der Junge scheint beim Wald zu sein, hat sie gesagt. Da unten fährt sie. Bei mir fährt sie. Guck mal, man sieht von oben auch richtig schön diese Spur, die sie hinterlassen hat. Da vorne ist der Wald, vor dem Joey so eine Angst hatte. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo sein und nach seinem Teddy suchen, nicht wahr? Das ja, Ding ist, wahrscheinlich, oder? Kommen wir hier irgendwie. Man sieht halt gar nichts mehr von oben. Richtig. Absolut. Ich lande mal am Fluss. Kommst du nach? Warte, ich komm rüber. Ich bin hier vor. Ah, perfekt, super. Oh mein Gott, meine Wings sind gleich kaputt. Wir brauchen neue oder mehr Haltbarkeit. Oh nein, wir sind zu viel geflogen. Was ist denn da los? Hasenplage? Hasenversammlung. Hasenversammlung. Guck mal, die gucken alle so in eine Richtung, als ob die irgendwas anbeten würden. Oh mein Gott, bestimmt die Hexe, oder? Nein. Nein, 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 Ronja. Warte, nein, 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 das ist Joey, oder? Das ist der Junge. Das ist die Hexe. Das ist der Junge. Warte, was? Suchst du deinen Bären? Komm, nimm die Wings. Komm rein, mein Kind. Ich glaube, ich habe ihn in meinem Ofen gesehen. Was? Ronja, die Hexe will ihn essen. Joey! Warte, warte. Joey, lauf! Ronja, du musst ihn abwehren. Warte, ich hol ihn. Was? Joey, lauf! Lauf, lauf, lauf! Weg von der bösen Hexe! Joey, lauf nach Hause! Nach Hause mit dir! Oh mein Gott, schnell! Joey, warte. Lauf! Oh Gott, oh mein Gott. Ronja, komm jetzt! Ich will den Bären. Lass den Bären, holen. Lass den Bären. Nein, oh mein Gott, meine Wings. Wir müssen weg, wir müssen weg. Mein Bär! Nein, warte, Joey! Joey, bleib hier! Du darfst nicht. Joey! Joey, gut, Joey, nicht hingehen! Was, hast du den? Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh Gott, oh Gott, dann lass Joey, uns schnell. Hier. Lass uns schnell weg von der bösen okay, Hexe! Hier ist rein weg. Ronja, jetzt komm endlich! Wir müssen ich bin nach Hause. Hinter dir. Die Mutter wird ihn bestimmt total vermissen. Leute, ich würde sagen, das war hier ein sehr erfolgreicher Tag auf der Farm mal wieder. Wir haben wieder richtig viel Farmarbeiten erledigt und sind mega gute Bauern gewesen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Immerhin haben wir Joey gerettet. Mal wieder. Ja, Joey begibt sich immer in komische Situationen. Leute, das war's mit unserer heutigen Folge hier auf der Farm. Falls ihr die Folgen bei Ronja noch nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne nachholen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ach, da ist der Teddybär. Wundervoll. Ansonsten kommt hier auf diesem Channel zweimal die Woche ein Video. Schaltet da also immer ein. Ja, und wir sehen uns bis dahin. Noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!